Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 und ihr seht schon, wo ich sitze. Ja, da wo auch das TV-Serien-Quiz gedreht wurde. Und ich habe überlegt, ich habe noch so viele verpatzte und versprochene Szenen von diesem TV-Serien-Quiz. Scheiß drauf, das gibt es nochmal als extra Video für euch, um mal einen Anreiz zu geben, nochmal auf das TV-Serien-Quiz drauf zu gucken. Denn das sind echt noch richtig coole Gewinne abzustauben. Natürlich ist es auch etwas schwieriger, wie auch das in dem Video beschrieben wird, aber am besten schaut das Video erstmal an und dann gucke ich diese verpatzte Szene an, denn dann versteht ihr uns auch ein bisschen, warum ich das alles so gemacht habe. Ja, ich hoffe, euch gefallen die verpatzten Szenen, die jetzt im Nachhinein kommen werden. Und manche sind lustig, manche sind eher weniger lustig, einfach nur Versprecher oder einfach nur schlecht gesprochen. Aber auch das möchte ich euch gerne mal nichts vorenthalten. Ja, wie gesagt, bis zum 22. Mai habt ihr noch Zeit, da mitzumachen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das war's von mir. Und jetzt gibt's die verpatzten Szenen auch noch von diesem Intro, wo ich hier gedreht habe. Da habe ich auch Unmengen verpatzte Szenen jetzt noch von mir. Die kommen ganz zum Schluss eben noch dran. Und sage ich schon mal, viel Spaß für euch. Und bis demnächst, euer Fäusen 80. Tschüss. Piep. Los geht's. Film ab. Ach ja, Mensch, was guckt denn heute für Videos an? Hi, was macht denn ihr hier? Hä? Was wollt denn ihr hier in mein Zimmer jetzt? Ich glaube, ich spinne. Hä? Ihr könnt einfach hier reinkommen und einfach mein Zimmer angucken. Naja, ich will einfach jetzt mir eine TV-Serie aussuchen, die ich gerne angucken möchte. Und dann will ich einfach mal mich ausruhen und einfach mal nichts machen. Habt ihr mich verstanden? Das ist nur schwer zu kapieren. Was ist das? Hilfe! Und was kommt heute für Serie an? Das auch nicht. Hä? Was wollen ihr hier eigentlich? Könnt ihr mir verraten, was ihr hier wollt? Ich möchte einfach mir jetzt eine Serie aussuchen, die mir gefällt und dann ganz gemütlich angucken. Ist das so schwer zu verstehen? Nein, oder? Also, bitte jetzt hier mal aus meinem Zimmer raus. Ja, aber zackig. Kann ja nicht sein. Was ist jetzt los? Hilfe! Hallo? Was ist denn jetzt los? Oh, Scheiße. Fuck. Schön. Vom lieben Ralf und Ralfs Unboxing. Ist ja nicht so süß hier. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Wo bin ich gelandet? Beim Festspiel? Scheiße. Hä? Ich bin beim Festspielhaus in Bayreuth. Oh mein Gott, es ist so weit weg von zu Hause. Was macht diese Fernbedienung mit mir? Helf mir doch mal, bitte hier aus dem Fernseher rauszukommen. Warum macht das mit mir? Das ist so scheiße. Das macht es eh nicht. Wo bin ich jetzt gelandet? Beim Festspielhaus bin ich gelandet. Was will ich mir mitten in Bayreuth? Ich will nach Hause zu meinen Filmchen. Na gut. Irgendwie, was macht diese Fernbedienung mit mir? Das ist scheiße. Nicht lang! Erkennt das hier wieder? Ja, das Fichtelgebirge. Wir sind schon ganz nah bei meiner Wohnung. Ich hoffe, ich komme jetzt bald wieder heim. Denn langsam macht es mich langsam wahnsinnig, dass ich mich hier ständig verdrück. Also jetzt aber noch mal einmal drauf und ich hoffe, dass ich jetzt wieder nach Hause komme. Also es tut mir leid, dass ich mir ständig uns verdrücken, aber jetzt klappt es auf jeden Fall. So, wo sind wir jetzt schon wieder? Verdammte Angst, ich drehe bald durch. Achso, okay, wir sind jetzt langsam im Fichtelgebirge. Also wir kommen immer näher zu unserer Wohnung. Ich hoffe mal, dass der nächste Klick endlich nach Hause geht.
und hofft, dass ich jetzt nach Hause komme. Und bis gleich. Hä? Ja, was ist denn jetzt schon da passiert? Was haben wir jetzt schon? Achso, okay, wir sind jetzt in Nähe von Fichtel. Die Bürger, das kennt ihr schon vom letzten Unboxing-Video. Und jetzt hoffe ich mal, wir kommen immer näher zu meiner Wohnung. Und drückt mir die Daumen, dass das nächste Klicken jetzt hier wirklich unsere Wohnung ist. Denn langsam habe ich echt Angst, dass ich aus dem Fernseher mal rauskomme. Holt mich hier raus aus diesem Fernseher. Bitte, 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 bitte holt mich hier raus. Und ich drück drauf. Bis gleich. Ja, wo sind wir jetzt schon gelandet? Oh Mann, mitten in der Prärie. Aber ihr seht im Hintergrund schon das Fichtelgebirge. Das heißt, ich bin nicht mehr weit weg von meiner Wohnung. Und ich hoffe, dass der nächste, die nächste Nummer erzähle ich die richtige Nummer. Ach, scheiße. Hä? Was um Himmels Willen ist denn das jetzt? Hä? Daddy's Babyblock? Stimmt. Habe ich auch noch meinen Kanal, aber irgendwie vergessen ihn komplett. Ja, aber irgendwie, warum bin ich jetzt hier im Kinderzimmer anstatt in meinem DVD-Zimmer wieder? Hä? Kann mir das irgendeiner verraten? Hä? Wo bin ich jetzt? In Emmas Zimmer bin ich jetzt. Wisst ihr auch warum? Daddy's Babyblock. Hier, mein Kilo von Daddy's Babyblock habe ich jetzt. Hä? Hallo? Ich bin jetzt bei Daddy's Babyblock? Hä? Man of the Year? Okay, jetzt bin ich wirklich Man of the Year, ne? Ist klar. Aber ich will doch wieder bloß zu Hause sein in meinem DVD-Zimmer. Natürlich ist Daddy's Babyblock cool, aber trotz alledem, ich will wieder in mein Zimmer. Meine Fresse! Zum Teufel, ach nee, nicht zum Teufel. Bei meiner kleinen Emma bin ich zu Hause. Hier, in ihrem Zimmer bin ich. Na natürlich, denn ich war ja auch mal Daddy's Babyblock. Ne? Hier, mein T-Shirt von Daddy's Babyblock habe ich an. Warum? Warum? Hilf mir bitte aus diesem Fernseher zu kommen, bitte. Eigentlich wäre ich jetzt bloß noch in mein eigenes Zimmer, in mein DVD-Zimmer wohlgemerkt, um euch jetzt da meine Sammlung, zumindest, ich will eigentlich bloß einen Film aussuchen für mich. Das ist doch alles scheiße. Oh Gott! Was ist mit mir passiert? Oh mein Gott. Leck mir im Arsch. Ich tue jetzt die Kamera, die... Puh. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich bin gerade in den Fernseher nochmal reingefallen. Ja, leck mir im Arsch. Jetzt langsam, ich bin jetzt in der Hohen. Ich bin jetzt in der Hohen, warte. Boah, Hilfe! Jetzt langsam wirklich. Jetzt tue ich die Fernbedienung weg. So, Fernseher weg, schnell, Idiot. Fuck. Oh, scheiße. So. Ist nicht gerade einfach. Ich bin im Wohnzimmer. Aber warum bin ich im Wohnzimmer? Ich will doch ins DVD-Zimmer, um meine Filme auszusuchen. Filme, ich voll Idiot. Ich will doch TV-Serien aussuchen. Bestimmt schon ganz eich am Rätselraden von den TV-Serien gewinnt. Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer Fäusen 80 mit, ja, was soll ich sagen? Hallo liebe Filmfreunde, hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusten 80 mit,
den kleinen verpatzten und auch die Outtake-Videos von dem TV-Serien-Quiz, wo ich ihn mehrmals gedreht haben musste. Ach, ein Scheiß. Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusten 80 mit dem Verpatzungsvideo. Leck mir am Arsch. Im Nachhinein, denn dann mir bevor ich den jetzt einfach lösche, mache noch was Lustiges draus und tu noch irgendwas zusammenschneiden für euch. Und ich hoffe, euch gefällt es. Der Mann gefällt es natürlich auch, wie ihr hier seht. Ja, wie die Sau. Ne? Ja, miau, 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 miau. Ne? Und ja, auf jeden Fall noch viel Spaß. Ach, das ist doch alles scheiße, verdammter Wichser. Quiz gestreht wurde. Und es geht ja auch noch mal einen kleinen Ausflug nochmal. Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusten 80 und ihr seht jetzt, wo geht jetzt die Sonne weg? Meine Fresse, jetzt ist egal, es ist ein schönes Wetter gewesen, jetzt kriege ich die Sonne weg. Mit dem kleinen Verpatzungsvideo, oh, Verpatzungsvideo, so ein Schwachsinn. Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fäusten 80 mit einem Video, was für Video, meine, was ist denn los, ich will es nicht, ach komm, scheiß, stell doch ein paar coole Szenen raus und dann gibt es jetzt nochmal als kleines Verlosungs, ach Mann.